Was geht ab, meine Z-Fighter-Hose hier? Und heute im Awakening Showcase vom LR Trunks, unserem Boy, konnten wir ziehen. Wir sind hier im Livestream, Freunde, wir haben es gerade alles schön erfahren. Schaut an die ganzen Jungs und Mädchen natürlich, die am Start waren und das mitgemacht haben im ganzen Livestream. Jetzt sind wir im Endeffekt hier und werden den Boy gleich Awakening Showcasen. Und dann, ja genau, wird das quasi das heutige Thema des Videos sein. Freunde, LR Trunks haben wir hier bis dato auf Uhr gebracht. Im Hidden Potential ist ein bisschen auf 55% gebracht. Wir tun ihn erstmal awaken, bevor wir das Ganze machen. Dieser Trunks hier, so ist er, wie er droppt, ist er auf der UR-Version. Heißt Trunks Teen Future. Heißt, er hat eine farmbare Essay. Zum einen wäre das der Free-to-Play LR Trunks aus der Stage 1. Wenn ihr ihn auf UR bringt, gibt er 100%. Heißt, bei dem bräuchte ich eigentlich nur 9 Stück. Aber die Drop ist bei dem ein bisschen so, ja, ob das die ganze Zeit funktioniert oder nicht, ist so eine andere Sache. Ich habe ihn aus diesem Event hier gefarmt, das ist aktuell auf JP Online, Freunde. Hier haben auch die Future Saga Charaktere eine erhöhte Droprate, heißt, die nehmt ihr mit und dann habt ihr eine erhöhte Droprate, dass mehrere Items droppen, in dem Fall die Charaktere. Auf Stage 4 droppt nämlich ebenso ein Base vom Trunks Teen Future. Wenn ihr ihn auf SSR bringt, gibt er 50% auf die SA von dem Trunks, das haben wir quasi gemacht. Heißt, mein Trunks sitzt hier auf SA 10. Und wir brauchen hier die Medaillen, die hier gelistet sind. Das sind die Story-Event-Medaillen aus dem Event, was wir uns gerade angesehen haben. Auf Stage 6, da brauchen wir die Goku Black physische Medaillen 7 Stück, Argel Rosé 7 Stück, Vegeto Blue 7 Stück, Vegeta Blue 7 Stück. Und dann können wir ihn vorerst von der UR-Version auf die TUR-Version bringen, Freunde. Und das ist dann unser Boy Trunks Torino. Und die Jungs und Girls im Chat sagen auch Hallo. Freunde, lieben Dank natürlich auch, wenn ihr quasi, ja, wie gesagt, im Stream mitgemacht habt oder auch natürlich, wenn ihr das Ganze hier im Stream-Upload auf YouTube anseht. Ich hoffe, ihr werdet das, ja, ihr werdet Spaß haben oder ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wenn es der Fall ist, weil ich reden könnte, Freunde, ist ein bisschen schon spät im Stream. Wenn es der Fall ist, Freunde, dann gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like. Jede Unterstützung zählt auf jeden Fall an der Stelle. Und das ist eine Theo-Version, Freunde. Sieht echt spicy aus. Hat schon was, bin ich ehrlich. Wir bringen ihn jetzt erstmal hier auf, müssen erstmal hochtrainieren, logischerweise. Und dann erwecken wir ihn auf seinen LR-Status und dann wird er zu LR Trunks und Mai. LR Trunks und Mai, Freunde. LR Trunks und Mai werden wir gleich sehen. Die sollte man nicht unterschätzen. Die sind echt guter, wirklich ein geiler LR. Und eine geile LR-Karte. Carmen kann ich verstehen, ein bisschen zu einer falschen Zeit, weil wir quasi im Hype sind für den Broly-Charaktere filmen. Aber es ist ein anderes Thema. Trotzdem werden wir einen Schock sehen, dass sie auf jeden Fall was drauf haben werden. Dann brauchen wir 14 Event-Medaillen vom Int Future Trunks, 14 von Zamasu, vom Int Goku Black, 14 Stück von 14 Stück von Rosé, 14 Stück von Vegeto Blue. Und dann, genau, erwecken wir ihn an der Stelle zum LR-Status, Freunde. Und dann lassen wir mal ganz kurz hier, boom, auch die Musik wechseln, damit das alles auch gut vorhanden geht. Genau, da muss ich auch einen Blick drauf werfen am besten. Genau. So. LR Trunks, meine Freunde, vom Super Strength Type. Lasst uns sie ganz schnell awaken, beziehungsweise awaken haben wir es schon, hochtrainieren. Und zwar, bam. Ah, wir kommen gerade so, aber wir sollten gleich auf 150 kommen. Dann bringen sie auch, SC 10 bringen sie auf jeden Fall auch. SC 10 braucht die Elder Kai, Grand Kai etc. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ich werde hier erstmal direkt am besten Elder Kai oder Grand Kai nutzen, wenn ich Strength Grand Kais habe. Oder hier die Santa Claus. Aber ja, wir nutzen einfach mal hier unsere Elder Kai. Und dann bringen wir sie auch auf SC 20. Wir haben sie im YouTube System auf 55% gebracht. Lol, 143, okay, da müssen wir ein bisschen mit Items vorsorgen. Ihr seht schon, wie das Ganze läuft. Oder machen wir hier, genau, bam. Hauen wir mal das raus. Ah! Cool, jetzt haben wir es gleich. Und zwar, boom, wenn wir das Ganze so machen. Also man muss ja nicht immer zwingend Items vom selben Typus nehmen. Ist besser, ja, kriegt man auf jeden Fall mehr Erfahrung. Aber auch so geht das, auch so geht das auf jeden Fall. Auch so geht das auf jeden Fall. So, auf S. By the way, das Artwork von denen, ich finde das schon cool. Ich bin ehrlich, ich finde das schon cool. Das ist halt Trunks und Mai, so einfach GG, ein Paar als LR-Charakter. So legit Männlein und Weiblein, Mann und Frau, der Herr und die Dame. Ich finde das cool, Freunde. Und gleich werden wir sehen, was die drauf haben werden. Wir gucken uns gleich die Informationen an. Sie sind jetzt auf Level 150 SA 20. Genau das wollten wir erreichen. Gehen wir mal rüber ins Team, dass wir showcasen werden. Und zwar, Freunde, LR, Trunks und Mai, was haben sie denn drauf? LR Trunks ist mein Super Strength Charakter, Freunde, und LR Charakter Level 157 Team kosten. Sie kommen mit gut, sie kommen wirklich hohen Angriffssets und hohen HP. Das ist wirklich echt gut bei ihnen. Außerhalb davon, Leader Skill ist folgendes: Sie geben der Time Traveler Kategorie.
Ki plus 4 HP Attack mit F 130% oder Super Strength Charakteren Ki plus 4 HP Attack mit F 100%. Mit der ersten Ulti macht Colossal Damage, Medium Chance to Stun. Mit der zweiten Super Attack machen sie hier Mega Colossal Damage Logo und haben eine High Chance to Stun. Die Passive funktioniert folgendermaßen, Freunde. Immer, sie haben immer auf den Angriff 70% at Start of Turn. At Start of Turn auf den Angriff 70%. Pro Mitglied im Team, der zu Kategorie Time Travelers gehört, bekommen sie weitere Attack und F 10%, das Maximum 70%. Heißt, im Idealfall spielt ihr sie in einem Time Travelers Team, nehmt dann auch natürlich einen Time Travelers Leader und dann habt ihr quasi auch diesen Passive Teil getriggert. Zusätzlich bekommen sie Ki plus 6 und eine Chance zu dodgen. Ich schaue gleich nach, ob es High Chance oder Medium Chance ist. Oder ihr lässt mich auf jeden Fall hier in dem Stream gleich wissen im Chat. Ich habe es nämlich gerade nicht ganz genau im Kopf, ob es Medium Chance oder High Chance ist. Jedenfalls bekommen sie noch eine Chance zu dodgen, sowohl Auto-Attacks als auch Ultis. Wenn man, also dieser Teil, Ki plus 6 und den Dodge-Teil, bekommen sie, wenn sie gegen einen Charakter oder gegen einen Gegner kämpfen, der zur Future Saga-Kategorie gehört, Freunde. Genau. Links hier haben wir Brainiacs, Attack und F 10%, dann haben wir hier an der Stelle Cold Judgment 20% auf die Verteidigung. Wir haben hier, das sollte Courage sein, wenn mich alles täuscht, Ki plus 1. Wir haben dieses Mal Future Ki plus 1, wir haben Prepare for Battle, das ist sehr wichtig, Ki plus 2. Dann haben wir hier noch 4 Battle, 15% und Legendary Power. Sie sind in der Kategorie vertreten. Das ist Time Travelers, das sollte Time Travelers sein. Dann haben wir auf jeden Fall noch Future Saga in der Kategorie Future Saga und wir haben noch Combination. In dieser Kategorie sind sie vertreten, Freunde. Das Team sieht folgendermaßen aus. Yo, ist High Chance to Dodge. Vielen lieben Dank, Laser, natürlich an jeden Jonah. Lieben Dank, also es ist High Chance to Dodge. Dankeschön, Freunde. Und zwar werden wir sie in diesem Setup spielen. Warum? Ich würde gerne so viel es geht an Linkskins triggern. Ja, in dem Showcase ist das Logo. Wir halten sie in der Rotation mit Incoco Black. Sie haben Cold Judgment, Prepare for Battle, Fierce Battle und Dismal Future. Brainiacs würde fehlen, was auch Angriffsskill ausmacht. Dafür haben wir Tapion, der hat Brainiacs. Ansonsten haben wir natürlich den Support mit Supreme Chime of Tai, Bardock etc. Heißt, wir konzentrieren uns in diesem Team auf jeden Fall auf Ella Chunks zu Mai, logischerweise. Normalerweise in meinem Time Travels Team würde so aussehen, um ehrlich zu sein, das ist echt ein schönes Team. Hätte ich LR Goku Black, würde ich Shank Froze in einer Revolution halten mit LR Goku Black und den Goku Black. Incoco Black mit LR Chunks zu Mai. Die Linken sind echt solide, so ist es nicht. Und da würde ich vielleicht noch einen Supporter mitnehmen, statt Bardock. Aber Supreme Time of Guile würde auf jeden Fall drin bleiben, Freunde. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen in ein Dokument, nämlich das von Incoco Black. Gehen wir das von Incoco Black? Wir haben zwar keinen Typenvorteil, aber macht nichts. Wir kämpfen nämlich dann gegen einen Future Saga Charakter, denn Incoco Black gehört ja zu der Future Saga Charakterin. Ja, wir gehen einfach mal rein. Das ist das neueste Dokument. Und wir nehmen aber Incoco Black Leader. Incoco Black Leader. Weil er gibt Ki plus 3 150%, also besseren Angriffboost, statt wenn wir LR Chunks als Leader nehmen würden. Der gibt ja nur 140%, war das richtig? Habe ich gerade vergessen, 150% waren es. I guess, genau, Ki plus 4, 130%, Ki plus 430% oder Super Strength war es, Ki plus 400%, richtig. Jedenfalls, Freunde, lasst uns hier mal in die Stage reingehen und dann hoffe ich, werden wir gute Zahlen sehen. Auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt. So! Im Chat eskalieren auch schon alle. Nice. Jetzt gehen wir mal hier rein. Bam. Better Boom. By the way, Freunde, Songs, die laufen, sind von meinen Kollegen. War was nice. Wenn ihr ihn abchecken wollt, das sind auch die Songs, die ich auch in meinen Subsong benutze oder in Outros, könnt ihr euch gerne abchecken. Alle Links in der Beschreibung an der Stelle. Lass mal das Detail laufen von ihm. Boom. Ist ein bisschen spontan, Freunde, im Stream-Upload. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Ich hoffe, das passt. Wir haben das quasi erfarmt. Und dann ist auch für mich, bin ich ehrlich, angenehmer, wenn ich das quasi dann so hier showcase und dann schön auf YouTube hochladen kann. Ich hoffe, das passt. Ich hoffe, das passt. Jedenfalls, oh, jetzt sei Incoco Black in eine andere Rotation. Macht nichts, macht nichts. Wir lassen das Ganze mal so. Dann lassen wir aber mal Bardock in der Rotation mit ihm. Genau. Guck mal. Schaut mal, sie kommen. 199.000 Angriff haben sie jetzt schon. 199.000 Angriff. Auf Key kommen sie auch. Natürlich nur, wenn man gegen. Was heißt nur? Also. Leicht auf Ki kommen sie, wenn sie natürlich gegen Future Saga Charaktere kämpfen. Denn dann bekommen sie Ki plus 6 durch die Passive. Selim, lieben Dank fürs Zuschauen. Was geht ab? Selim 2. Und da kommt man natürlich easy auf Ki. Ja, da kommt man natürlich easy auf Ki. 2,2 Millionen auf den Angriffssets, Freunde. 45%. Dupe System. 2,2 Millionen. Nice. Die erste Animation ist schon nett. Aber die von Rosé, die übertrifft es, da bin ich ehrlich. Bei einem L hätte ich da ein bisschen mehr erwartet. Die von Rosé ist halt total krank. So, wisst ihr, was ich meine? Die ist halt brutal gut. High Chance to Dodge, Freunde. Und dieser, die L Chunks zu Mai,
die sind wirklich gute Kandidaten für Super Battle Road oder für Battlefield Stages oder Boss Rush an sich. Sind overall wirklich, sollte man nicht unterschätzen. Zum Beispiel, wenn man, oder an sich für Duken, wenn es dann natürlich in Zukunft gegen Future Saga Charaktere kämpft. Aber vor allem in Super Battle Road, wenn dann in Zukunft die Super Battle Road Future Stage hinzugefügt wird. Oder, also die Future Saga oder die Time Travelers. Crossfire, lieben Dank fürs Subscriben, was geht ab? Was geht ab, mein Freund? Dann sind die natürlich wirklich sehr gut, Freunde. So, also, die machen ihren Job wirklich sehr gut. Die haben nämlich Angriff-Boost, Verteidigungsboost, kommen auf Key, haben High Chance to Dodge. Die sind wirklich sehr gut und das finde ich cool, dass sie sowohl offensiv als auch defensiv stark sind. Also man sollte sie auf jeden Fall nicht unterschätzen. Neuerdings bekommen viele Charaktere in ihrem Passive, dass sie gegen einen bestimmten Gegner kämpfen müssen, damit sie ihren Passive getriggert bekommen. Ich habe damit kein Problem. Ich finde das sogar ein schönes Gimmick, weil es gibt mittlerweile so viele Kategorien und ich habe mich so immer gefragt, ja, mit den Kategorien, was kann man da jetzt machen? Was kann man mit den Kategorien machen? Im Sinne von Leader-Skills, so, wisst ihr, ich meine, jetzt wird spekuliert, ob Dual-Leader-Skills kommen oder so, dass der dann quasi, ey, das, was er mit Kategorien macht, ja, eine Spielerei mit Kategorien, aber was ich damit meinte ist, dadurch, dass es jetzt so viele Kategorien gibt, finde ich es cool, dass sie auch in Passive-Skills involviert werden. Ich finde das wirklich ein nettes Gimmick, also, ihr könnt mich gerne wissen lassen, wie findet ihr das? Würdet ihr sagen, nee, ich hätte es geiler gefunden, hätten die konstant direkt, aber hätten sie konstant direkt immer Key plus 6, und Dodge-Chance, das wäre schon OP. Also ich finde es gut, dass sie mit Einschränkungen kommen. Und ich finde es gut, dass die Einschränkungen nicht so wie früher mit HP sind oder dass das und das sein muss oder Key plus C, Key das und das höher, tralala. Sondern ich finde es gut, dass diese quasi die Kategorien damit mit einbeziehen. Jedenfalls, Freunde, wartet mal. Wird das Banner so ähnlich auf Global kommen? Wenn nicht, wäre ich negativ enttäuscht. Früher oder später sicherlich, ja. Also ich hoffe, dass wenn er auf Global kommt, dass es auch ein Double-Rates-Banner ist und er featured ist. Wenn nicht, das wäre ein bisschen schade, weil auf JP ist ja ein Christmas-Banner sozusagen, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass auch auf Global dann so kommen sollte, hoffentlich. Ne? Ich hoffe nicht, dass sie das ändern, aus welchem Grund auch immer, sag ich mal. Genau. Ja. Alles gut, Crossfire, alles gut. Nee, alles gut, Crossfire. Dankeschön für dein Subscribe, mein Freund. So, jetzt die Rotation wollten wir haben. Wir haben jetzt nämlich auch Cold Judgment aktiviert. 93.000 Verteidigung. Jetzt wäre das geilste Szenario noch, wenn Supreme Time of Guy hier reinkommt in die Rotation. Darauf will ich noch bauen und dann hätten wir eigentlich wirklich ein gutes Setup. Ah, wir sind leider nicht unter 70%, sonst hätten wir auch noch einen Boost von Bardock bekommen, nämlich 40% auf den Angriff für Super Types. Aber auch so, gucken wir mal, was abgeht jetzt. Bin ich drauf gespannt auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall noch Supreme Time of Guy in die Rotation bringen. Auf jeden Fall noch Supreme Time reinbringen in die Revolution. Zahl 3, vielleicht kommen wir mit ihr auf 2,5 so, das wäre auf jeden Fall nice. Wenn wir noch einen Crit bekommen, wäre es auch cool. Wir bekommen eine Super Attack, bin gespannt. Wir haben es nicht gedodged, aber was tanken wir? Wir haben jetzt auch Cold Judgment nämlich aktiviert. Okay, ist nice. Also wie gesagt, sind echt offensiv und defensiv stark. Kann man echt nichts sagen. Ich müsste aber glaube ich nächste Runde Supreme Time of Geil. Oh! Wo ist Tapion? Ups, ich hab das falsche Team genommen. Ich hab nicht das Team genommen, mit dem ich die Showcase wollte. GG! LOL! Dein Ernst grad? Einfach das falsche Team genommen. Genau das. Egal, mach nichts. Brainix wäre noch 10% drauf. Ich habe jetzt das Team genommen, wo es mein. Alter! Stimmt, wir wollten eigentlich baden. Ich habe das falsche Team genommen, legit. Aber es macht nichts, weil. Es ist nicht schlimm. Wir hätten da quasi nur Brainix. Das wären 10%. Aber ihr müsst euch so vorstellen: Hätten wir Brainix drin, dann wäre das. Ich hätte trotzdem die Rotation mit Incoku Black. Und LA Trunks und Mai. Und dann ist da eine Rotationscharakter dabei. In dem Fall wäre das dann entweder Supreme Time of Guy oder Tapion. Tapion würde dann 10% geben, aber. Also 10% was fehlen würde durch Brainiacs, aber Supreme Time of Guy, ihr Boost durch die Passive ist einfach besser, denn es sind bis zu 40% Angriff. Also werden wir in diesem Szenario trotzdem
das Beste sehen in dem Setup hier. Also ist es deswegen nicht schlimm. Das mit Brainiax wäre quasi für uns nur ein nettes Gimmick, sage ich mal. Da wäre dann quasi noch Brainiax getriggert und dann hätten wir das gesehen, wie sein Angriffsset so wäre. Das wäre dann quasi noch 10% mehr. Aber mit Supreme Time of Guile ist quasi das, worauf ich eh streben wollte. Also was quasi das Beste in diesem Team-Setup wäre. Die Rotation mit Goku Black, Ella Trunks zu meinen und Supreme Time of Guile. Weil ihr Support durch die Passive Key und Angriff Death bis zu 40% ist besser als nur Brainiax. 10% Angriff und Verteidigung, wisst ihr, was ich meine? Genau, ist nicht schlimm, genau. Passiert, alles gut. 2,39, ah, wir nähern uns den 4, 2,4. Wenn Bardock reinkommen würde, wäre es auch nicht schlecht. Super Saiyan 3 Bardock, aber jetzt kommt Super Saiyan 3 danach eigentlich auch nicht. Oh, High Chance to Dodge. Heißt, wie oft dodgen die? Nice, genau das, schaut mal, ist richtig geil. Weil wenn Bardock reinkommt, wir sind jetzt unter 70%, dann würde er auch 40% geben. Und Bardock gibt da direkt 40%? Genau das, Freunde, genau das. Guck mal, die haben alles gedodged. Die haben alles gedodged. Ja, bei Supreme Time of Guile, bei der ist halt bis zu. Also sie gibt 20%. Oh, wir haben sogar. Ah, oh, nein, ich dachte gerade. Oh, wir haben sogar Bardock, aber das ist die andere Rotation. Nee, das ist die andere Rotation. Okay, nee. Weil bei Supreme Time of Dings ist so. Oh, ich will jetzt nicht mit den Ulten unbedingt. Elevi Stu bist auf SE10, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Aber bei dem können wir das so machen. Die soll man nicht ulten. Weil. Weißt du, die klingt auch gar nicht so. Sie gibt sicher 20% Angriff und Verteidigung, hat dann aber noch eine hohe Chance, dass sie weitere 20% Angriff und Verteidigung gibt. Aber das wird aber separat noch betrachtet. Also entweder 20% weitere auf den Angriff oder Verteidigung oder beides oder gar keins. Das ist das meine. Deswegen, wenn wir es doch schaffen, wenn Rosé das überlebt. Aber ich glaube nicht, dass sie überlebt. Nächste Runde ist er weg. Ich hoffe einfach nur, dass Supreme Time of Guile quasi den besten Boost hat. Wenn nicht, dann wäre es halt noch ein bisschen mehr. Genau. Das ist eine andere Rotation, genau. So, jetzt, aber das ist eine schöne Rotation, Freunde. Jetzt bin ich gespannt. Schauen wir mal. 226.000 Angriff. 115.000 Verteidigung. Ich weiß jetzt, wie gesagt, leider nicht, ob es die komplette Passive ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ah ja, shit, ein Key hat mir gefehlt. Ich weiß leider nicht, ob es die komplette Passive von Supreme Time of Guile ist, nämlich diese 40%. Ah, Mist, kurz vor dem Dukamot auch. Hier dich, Rosé. Vielleicht kriegen wir noch die eine Rotation mit Bardock. Das wäre cool. Was? Goku Black dodge auch. Hey, was ist mit dem los? Der will auch. Hä? Warte mal, das ist der Friend. Hat er dem mehr Dodge gegeben, oder was? Hat er dem mehr Dodge gegeben? Ich guck gleich mal rein. Ich guck da mal gleich rein. Oh, alle sind auf jeden Fall auf Ultra-Instinct-Modus. Und? 2,6! 2,6, sehr schön. Freunde, 2,6 ohne Dupes, ja, das dürft ihr nicht vergessen. Hast du mir einen Crit? Leider haben wir keinen Crit gesehen, aber sie haben sie rausgehauen, Freunde. Leider haben wir keinen Crit gesehen. Freunde, wie gesagt, so viel zum Showcase zu Ella Trunks und Mai. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir haben zwar das falsche Team genommen, aber im Endeffekt ist es nicht schlimm gewesen, wie gesagt, wegen dem, was ich euch erklärt habe. Bei Supreme Time of Guile wusste ich jetzt, wie gesagt, nicht, ob es die komplette Passive war, aber 2,6 könnte schon sein. Wenn nicht, wäre es ein bisschen mehr. Ob so oder so, haben wir auf jeden Fall sehen können. Ella Trunks zu Mai sollte man nicht unterschätzen. Sie kam, sag ich mal, zu einem falschen Zeitpunkt, weil wir sind alle gehalten auf die Broly-Charaktere. Aber wenn ihr ihn gezogen habt, gut ab, wenn ihr sie gezogen habt, dann nutzt sie auf jeden Fall, sind wirklich sehr cool. Am besten im Time Travels Team wegen der Passive, Freunde. Ob ihr dann gegen einen Future-Gegner kämpft oder nicht, wäre nicht so schlimm. Auch dann machen sie auf jeden Fall ihr Job solide. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend dennoch gefallen. Wenn ja, gebt mir ganz ein Like und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace.